Hallo miteinander und willkommen bei Torrengent. In dieser kleinen Tutorial-Serie, die wahrscheinlich gar nicht so klein wird, weil sie mehrere Folgen umschließen wird, weil es doch ziemlich viel zu besprechen gibt bei Battle Brothers, sollte euch hoffentlich am Anfang, wenn ihr am Anfang steht, vielleicht gerade sogar eure erste Kampagne erst spielen wollt, das Wissen an die Hand geben, dass ihr zumindest eine Weile überleben könnt. Denn wie die Entwickler hier unten schon schreiben, ist Battle Brothers kein einfaches Spiel und es gehört schon einiges an Wissen dazu. Vor allem ist es viel Wissen, was eben nicht in Battle Brothers selbst erklärt wird, um hier bestehen zu können. Genau, das hoffe ich euch in dieser mehrteiligen Serie vermitteln zu können. Wenn euch diese Videos gefallen oder euch weiterhelfen, dann vergesst bitte nicht, am Ende ein Like zu geben oder vielleicht zu kommentieren. Wenn ihr zusätzliche Fragen habt, insbesondere, schreibt sie in die Kommentare, dann werde ich versuchen, sie zu beantworten. Ich werde euch im Laufe dieser Serie also die Kampfgrundlagen erklären. Ich werde euch erklären, was es mit den Skills, mit den Stats auf sich hat, wie sich das alles zusammenspielt, wie das funktioniert. Welche Backgrounds, also welche Berufe der einzelnen Schüler, die man diskutieren kann, am Anfang relevant sind, welche später relevant werden, wenn man mehr Geld hat, auf welcher Fähigkeitsstufe man anfangen sollte, wie man allgemein am besten spielen sollte, um es sich vielleicht später auch zu ermöglichen, auf Höhe der Schwierigkeitsgrade aufzusteigen und so weiter. Und noch einige andere Themen, die mir jetzt, glaube ich, noch nicht einfallen, auch bei Encountern, spezielle Taktiken und so werden wir hier besprechen in dieser Serie. Also ja, es gibt einiges, was es zu erzählen gibt. Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu. Mod-Spotlights im klassischen Sinne jetzt nicht unbedingt, aber ich werde ein paar Mods empfehlen, die doch sehr hilfreich sind und eigentlich das Spiel sehr viel runter machen, wenn man mit ihnen spielt. So, unser kleiner Tutorial starten wir hier also. Zunächst einmal, ja, vielleicht mit dem kleinen Remark hier unten, den die Entwickler einem ja schon geben, dass man ja den Beginner-Start nehmen soll, den Tutorial Origin. Und mit Beginner Difficulty spielen soll. Mit einer Sache davon, sag ich mal, gehe ich da kaum, mit der anderen Sache eher weniger. Ja, schauen wir uns doch das gleich mal hier an. So, gemeint ist damit dieser hier, Rebuilding a Company. Der Start unterscheidet sich eben dadurch vor allem von allen anderen Starts, dass er so eine kleine Geschichte am Anfang erzählt. Zugegebenermaßen werden euch da auch nicht wirklich viele Spielmechaniken beigebracht, sondern es ist halt eher so ein kleiner Einstieg, wo man relativ einfach sich ein bisschen Equipment farmen kann. Und den werden wir auch gleich in dieser quasi, in dem Tutorial hier starten, in dem Guide, um euch da ein bisschen Überblick zu geben. Was viel wichtiger ist, ist zunächst mal ja, einmal diese Anzeige hier. Benennen könnt ihr euch natürlich, wie ihr möchtet. Bei den Late Game Crises sind die Undead und die Greenskin eher die schwierigeren, würde ich sagen, der Nobles at War. Ist ein einfacher Crisis oder ein einfacherer und der Holy Walker ist auch ebenfalls einfacher, weil diese zwei hier, die führen zwar unter Umständen dazu, dass ja die Karte sich ein bisschen ändert, weil Leute was erobern und so weiter, aber sie führen halt nicht zu totalen ja, Zerstörungen und so weiter. Bei denen hier ist das ein bisschen heftiger, vor allem würde ich euch auch empfehlen, lasst die Permanent Destruction aus vor den ersten Run. Das ist so eine Sache, die damit könnt ihr dann später spielen, weil dann werden effektiv tatsächlich weniger Städte irgendwann da sein, weil die Late Game Crisis beginnen. Und das System funktioniert so, im Prinzip, wenn einer durch ist, wenn ihr einen geschafft habt, dann kann auch ein weiterer spawnen. Also es ist nicht so, dass ihr quasi nur einen bekommt und dann ist gut, sondern ja, die könnten auch gut hintereinander kommen im Endgame. Aber naja, man hat ein bisschen was zu tun dann. Genau, und das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Tab hier. Was gibt es hier zu beachten? Also ja, Iron Man, ich weiß, spielen ganz viele. Ich spiele selber fast immer nur Iron Man. In Ausnahmefällen mache ich das nicht. Die meisten Streamer spielen so auch, muss man so auch sehen. Aber ne, ihr müsst euch jetzt für das erste Spiel oder für die ersten paar Partien, würde ich sagen, ne, nicht überstrapazieren. Ich würde zwar sagen, gewöhnt es euch nicht an, safe zu scammen, weil da wieder rauszukommen und ordentlich zu spielen, ist halt ein bisschen schwierig mit der Zeit. Was ihr natürlich machen solltet, ist definitiv, wenn ihr Gegner noch nicht kennt, zum Beispiel, dass ihr davon im Kampf speichert, wenn ihr da erst reingeht, dann ausprobieren, weil das ist nämlich keine Schande, ne, zu verlieren, wenn man keine Ahnung hat, was auf einen zukommt. Wir werden es so versuchen, in dieser seht ihr hier auch die nötigsten, ja, das nötigste Wissen abzuarbeiten, wie man am besten noch Gear farmen kann. Also Ausrüstung von Feinden, gegen welche Feinde man am häufigsten kämpfen sollte, am Anfang welche man lieber meiden sollte und solche Späße. Wird man alles behandeln hier nach und nach. Aber ja, ihr spielt auf jeden Fall am Anfang kein Iron Mode, sondern ja, arbeitet mit Speichern und Laden. Also könnt ihr, wenn ihr einen guten Run habt, aber irgendwie einen Fehler macht, oder weil ihr gegen einen Feind kämpft, der vielleicht, den ihr halt nicht kennt, wo ihr die Taktik noch nicht kennt, ja, da kann man ja quasi gar nicht bestehen, außer man hat extremes Glück. Weil manche Sachen, manche Spezialmechaniken von Feinden sind halt so speziell,
dass man es ohne Vorwissen gar nicht gescheit schaffen kann und man dann eben unter Umständen einen sehr hohen Preis dafür bezahlt und die ganze Kampagne vielleicht verloren ist. Also, bei den anderen Sachen hier, bei Command of Victory, ich würde euch nicht empfehlen, auf Beginner zu starten, startet wenigstens auf Veteran. Der Unterschied ist ja der, bei Beginner, da kriegt ihr halt, da wird das Spiel definitiv wirklich leichter für euch gemacht, also ihr, eure Leute kriegen Boni bei den Trefferchancen, während die Feinde schlechter sind und ihr kriegt auch weniger Feinde. Ja, und das Zurückziehen aus einer Schlacht ist auch einfacher. Würde ich nicht machen, weil wenn man damit beginnt, ist es, glaube ich, sehr viel schwieriger, dann auf Veteran, auf Experte zu spielen, als irgendwie anders. Also spielt auf Veteran, das bedeutet in Klartext, dass weder ihr Boni bekommt, noch der Feind, Mali oder auch Boni. Und ja, und das ist mehr oder weniger gebalanced. Klar, Battle Royale ist tatsächlich kein einfaches Spiel. Ja, also das, da müsst ihr euch keine Illusion machen. Aber ich finde, es ist einfach, es ist falsch, mit den Erleichterungen anzufangen, weil es halt dann schon noch schwieriger wird, normal zu fahren. Es ist nicht wie Fahrradfahren hier, wo man dann einfach die Stütze da abbaut und dann geht alles von alleine, weil ihr eben hier halt bei Kämpfen Taktiken, die hier vielleicht funktionieren, weil es leichter ist, funktionieren dann eventuell auf Veteran, auf Experte überhaupt nicht mehr. Ja, weil ihr einfach weniger trefft, ganz allgemein, und das ist halt ein Riesending an dem Spiel. Die Trefferchancen, dass die hier modifiziert werden, ist halt heftig. Und deswegen würde ich empfehlen, spielt doch einfach auf Veteran. Wie gesagt, spielt mit Speichern und mit Laden, dann ist es auch kein Problem, ja. Und irgendwann, wenn ihr da schon ein bisschen eine Ahnung von den ganzen Gegnern habt, von den ganzen Encountern, die man so hat, wie man da vorgeht am besten, dann könnt ihr auch mal Iron Man starten. Mal schauen, wie weit ihr dann kommt. Es ist ja noch ganz cool, wenn man dann sieht, wenn man seine eigenen Fortschritte beobachtet. Ja, aber verzichtet auf Beginner, das braucht eigentlich hier keiner. Bei den Economic Difficulties ist das so eine Sache. Im Prinzip ist es so, also so sehe ich das zumindest, das sehen das auch einige andere, dass umso weiter hoch ihr hier geht, ja, umso mehr zieht ihr das Spiel in die Länge. Ja? Also das im Prinzip ist das in der Line Grind-Einstellung, ja. Also wenn ihr eigentlich nur auf das Kämpfen seid, auf das, was wirklich am meisten Spaß macht, dann spielt so, lasst das immer auf Beginner, lasst das hier immer auf High, von mir aus das Geld auch Low lassen, das ist nicht ganz so wichtig, aber das hier, es ist vor allem die Economic Difficulty, die, wenn ihr die auf Beginner lasst, dann kriegt ihr einfach weniger Geld, das heißt, ihr müsst halt, um denselben Fortschritt zu machen, zwei Aufträge machen und nicht einen, und ja, versteht ihr, was ich meine, ihr verschwendet einfach damit nur mehr Zeit, statt dass es irgendwie wirklich schwerer wird, ja, und da die meisten Leute heutzutage sowieso so wenig Zeit haben, ja, spart ihr euch das am besten ganz. Also, ja, wenn ihr auch ganz Anfänger seid, spielt das am besten so. Ja, und dann denke ich, dass wir damit mehr oder weniger durch sind. Es gibt noch jetzt einen neuen Modus, den Unexplored Map Modus, würde ich euch auch nicht empfehlen. Dann habt ihr nämlich Fog of War überall und dann kommt die Schwierigkeit dazu, dass ihr nicht mal wisst, wo die Städte sind, wo ihr euch Leute anheuern könnt und so weiter und so fort. Muss also nicht unbedingt sein. Genau. So. So, und so beginnt dann quasi eure Kampagne hier. So, und damit natürlich das erste Problem bei Battle Brass. Es ist natürlich nur auf Englisch, damit haben mit Sicherheit einige ein Problem. Auch mit dem Tab Translator, muss ich sagen, ist es teilweise ein bisschen schwierig. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich dieses Tool immer schon vorgestellt habe in englischen Spielen. Dadurch, dass das Englisch, was hier benutzt wird, in diesen Text so altbacken ist, tut sich der Translator auch ein bisschen schwer, aber man kann so ein bisschen erahnen, was hier passiert. Ne? Ja, vor zwei Tagen wurde die Firma, wir sind die Firma beauftragt, Hoggard the Weasel und seine Bande von Räubern aufzuspüren. Aber sie haben sie zuerst gefunden. Ein Hinterhalt. Einige Scherzen über Pferde, die durch einen Pfeil in die Kehle geschnitten wurden. Ja, genau, ich verstehe. Also man kann schon erahnen, was passiert. Ne? Pfeile schießen man überall und irgendwo von Herr Männer. So, also, ne, es geht schon. Wenn man sich das alles antun möchte, so jetzt machen wir das hier auch nochmal. Was hier eigentlich passiert. Hagel lässt nach, du siehst deine Wache mit dem Rest, der Pfeilhagel lässt nach, mit dem Rest der Männer, und nun auf die Knie zu fallen. Ein Pfeil hat deine Seite durchbohrt. Du schreist vor Schmerz, ein verstörter Blick zeigt, wie die Männer angreifen, ohne dass sie einen tapferen letzten Stand machen, der in Kraft tritt, wenn Stahl mit Stahl zusammenstößt. Ja, ne? Ist nicht optimal, aber ich meine, wenn man halt wirklich gar kein Englisch versteht, ich meine, das Englisch hier, selbst für jemanden, der, sag ich mal, Schulenglisch oder so kann, ist es schwierig zu verstehen. Aber gut, das nur als Tipp, wenn ihr wissen wollt, wie dieser Translator und so weiter heißt, dann einen Link haben wollt, dann ja, schreibt es mir in die Kommentare, dann werde ich euch den einfach posten. Genau. Also, bis zum Ende, natürlich. Und das ist halt der erste Kampf. Ihr merkt, das ist so ein bisschen storymäßig. Unsere großartigen Kollegen.
sterben hier, und das sind schon unsere drei Anfangsbrüder. Das dritte ist der Wieselmann, ja. Ja, und tatsächlich ist es so, anschauen, dieses Equip hier, ne, ist normalerweise zufällig am Anfang. Also da kann man gut oder schlecht unterwegs sein. Und hier, je nachdem, was die Jungs hier dabei haben, kann man natürlich entsprechend gute Sachen hier abtragen unter Umständen. Schieß mal den mal an. Ja, schon mal gut getroffen. Laden nach. Jetzt lass mal die Jungs hier einfach zu uns kommen, würde ich sagen. Wobei, geh mal dahin. Gehst mal dahin. Ich bin jetzt so umgestellt, dass er dich nach einem Schritt zuschlagen kann. Zwei, also nicht zwei Handwaffen, sondern Waffen mit Reichweite, so wie zum Beispiel diese Mistgabel hier. Da könnte er von hier aus immer so in einem Feld Reichweite zuschlagen. Und ich weiß, weil es halt auswendig weiß, dass er sich einen Schritt bewegen kann und dann trotzdem zuschlagen kann. Das heißt, er hätte hier hinten können. So kriegt man sich mehr angegriffen. So. Seht schon, ihr könnt auch, wenn ihr hier drüber holt, da seht ihr Turn Done. Das ist das, die oberste Anzeige. Das heißt tatsächlich, dass er schon fertig ist. Er kann sich nicht mehr bewegen und ihr könnt jetzt hier frei mit den ganzen Leuten weitermachen. Ah, tatsächlich verschossen hier aus nächster Nähe. So, dann haben wir hier unseren Eugen. Und das ist eigentlich schon die erste Mehrheit, die ich euch zeigen kann. Es gibt beim Kampf etwas, was, glaube ich, nirgendwo erwähnt wird, Adjacency-Effekte. Also Effekte, die durch Umzingeln, ja, quasi ins Spiel kommen. Das heißt, wenn ich jetzt gleich meinen zweiten, ich habe im Moment eine Trefferchance von, mal gucken, ob wir das demonstrieren können, ne, von 61 hier auf ihm. So, wenn ich jetzt auch meinen zweiten Mann gleich hier hinstelle, ja, wir warten jetzt mit ihm, zack. Und jetzt haben wir hier eine Trefferchance von 82 und wir müssten mit ihm eine höhere Trefferchance haben. Das wird leider hier nirgendwo, doch, da ist es da, Surrounded Plus. Das ist der Bonus hier. Und umso mehr Leute, also außer dem einen, der eben schon dran steht, umso mehr Leute ihr dann dabei habt, umso mehr plus 5% Trefferchance bekommt ihr dadurch. Es lohnt sich also immer, Leute zu versuchen, mit zwei Leuten anzugreifen, mindestens, ne? Das habt ihr ja normalerweise in so einer Linie. Dieselben Vorteile hat der Feind natürlich auch, ja. Und welche Implikationen das für später dann hat, für Tanks, die man an den Seiten dann stellt, weil die Seiten ja in der Regel umzingelt werden und so weiter. Da gibt es dann noch mehr Tipps dann im Anschluss. Aber ne, das ist also einer der wichtigsten Tipps, was halt eigentlich irgendwo erwähnt wird. Ja, so, jetzt gehen wir hier nochmal ran, dass wir ihn hier auch nochmal surrounded haben in einem Ding. Jetzt kommt er dran. Ne, 61 haben wir gesehen bei ihm. Ne, jetzt haben wir 66%, was auch nur daran liegt, dass wir surrounded sind. Und das kann schon sehr viel ausmachen. Ja. So. Zweihandwaffen ohne plus Trefferchance sind ein Problem am Anfang, ja, das stimmt. Gucken, ob wir, wahrscheinlich kassiert er jetzt auch nochmal ordentlich. Ja. Ihr könnt in diesem Tutorial hier allerdings nicht sterben, also keiner eurer Charaktere kann sterben. Selbst wenn ihr alle runtergehauen werdet ohne Ende, ihr werdet überleben. So, in dem Fall haben wir keine Rüstung rausbekommen, also man kann das auch forcieren. Wir haben einen Dolch dabei, wir könnten also sogar höchst effizient spielen und dolchen. Aber, naja, das muss nicht sein. Immer nicht beim ersten Mal. So. Das Ganze also erledigt und jetzt sind wir schon, im Prinzip das, was man normalerweise startet, man jede Kampagne so, dass man völlig frei ist, was man macht, und hier haben wir eben am Anfang schon den Auftrag, das ist das, was eben diese Tutorial-Kampagne besonders macht. Auch so Sachen wie Eigenheiten der Map, ja, und sowas, da werden wir in einem anderen Tutorial drauf eingehen, weil das nochmal eigentlich schon Advanced Wissen ist. Hier geht es erstmal nur darum, dass man wirklich in die Kämpfe anfangen kommt und ein bisschen was mitarbeiten kann. Und es wird da gleich noch den nächsten großen Part geben, wo wir tatsächlich über Backgrounds reden werden, die am Anfang interessant sind. Ja, wir haben auf jeden Fall noch Unfinished Business mit Hoggard und er will uns 400 dann bezahlen, wenn wir das machen. So, und jetzt seht ihr hier oben schon das Tutorial, was wir machen sollen. Wir können ja mal schauen, ob uns das, ist der Translator das halbwegs ordentlich. Ja, ich sollte nicht unbedingt der Maus genau da drüber sein, ne? So, zack. Jetzt kommen diese komischen Ergebnisse zustande. So. Sagen wir mal, besuchen Sie Eisenfeste südlich von Wohlheiden, rekrutieren Sie mindestens drei weitere Männer und kaufen Sie Waffen und Rüstungen für Ihre Männer. Alles klar. Also, wir sind in Wolfheiden sowieso schon. Drei Männer rekrutieren. So, und was haben wir denn hier zur Auswahl? Wir haben hier einen Butcher. Ja, einen Poacher. Einen Mason. Und einen Shepherd. So, und diese Sachen schon, die haben einige Implikationen, mit denen man sich leider tatsächlich beschäftigen muss, weil man sonst, naja, eben am Anfang immer ziemlich schlechte Leute hier rausbekommt. Weil das Ganze
Ja, Stat-Skill-System und die Backgrounds bei Battle Brothers auch nochmal, sage ich mal, ein etwas größeres Thema sind, wenn wir das in einem extra Video behandeln, was hier als nächstes kommen sollte in der Playlist, falls du hier unterwegs bist. Ansonsten, wenn du das nicht verpassen möchtest, lass doch ein Abo da und drück die Glocke, wie du hier schon unten sehen kannst. Dann verpasst du keine Videos. Dieser Guide seht ihr, wenn euch diese Videos weiterhelfen, wenn sie euch gefallen, dann lasst ein Like da und einen Kommentar vielleicht. Das hilft nicht nur mir und dem Kanal ungemein weiter, hier gefunden zu werden, sondern auch anderen, diese Videos zu finden. Denn es ist absolut keine Schande, wenn man bei Battle Bros. Am Anfang Probleme hat. Es ist wirklich kein einfaches Spiel. Und ja, wir werden versuchen, hier gemeinsam für uns alle einen schönen Start zu finden, damit ihr, naja, auch Spaß an diesem Spiel haben könnt, das durchaus ja auch schnell frustrierend werden kann. Gut, dann verabschiede ich mich und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao. Euer Torren.